davon. Und ihr seht oben links, wir haben jetzt mehr Geld als bis eben noch. Welchen Grund hat es? Ganz einfach. Durch das Raustabben und so, das verträgt das Spiel nicht so. Und dann ist es abgestürzt und dann musste ich den letzten Tag nochmal spielen. Und bei dem Tag waren die Leute dann deutlich kauffreudiger als eben noch. Aber das ändert nichts am Plan. Wir machen den Jadeweg. Und farmen uns erstmal wieder ein paar Items zurecht. Ich habe nichts mitgenommen. Von daher haben wir auch nichts, was wir eben ausrüsten können. Aber der Jadeweg ist nicht besonders schwer. Dafür soll es noch lange eigentlich. Omelette, geil. Beziehungsweise ein Eiertoast. Die erinnern mich voll an, wie ist es? Secret of Mana? Da gab es ja auch im Anfangsgebiet direkt diese komischen Hasen, ne? Weg. Natürlich geil. Ah, Paralyse. Ein Stab. Okay. Der ist gar nicht mal so wenig wert, meine ich. Wir müssen auf unser Leben ein bisschen aufpassen. Ach, Kackpilz, ey. Haben wir hier ein Teleport. Okay, das war ein kurzer Flur. Wir haben fast schon wieder ein Level up, also kein Grund zur Sorge eigentlich. Kackviech. Wir heilen uns mit jedem Level up wieder hoch. Teleport. Kackviecher. Orange, Alter. Weg, du Kackhase. Jetzt ist die Ausbeute von dem Dungeon-Besuch noch nicht so geil. Grapes immerhin. Oh, das ist doch schon besser. Iron Armband. Bringt das so? Rüsten wir das mal kurz aus. Fuck.
Ja, 650 ist auch nicht so geil. Keine Ahnung, in welchen Slot es gehört. Kein Mensch. Candy ist irgendwie 330 oder sowas. Irgend so ein komischer Betrag ist das wert. Arschloch. The Crown Slime, Lord of the Slimes. Ein Boss. Ouch. Fuck. Muss ein bisschen aufpassen. Verhindern, dass sich andere Slimes da wieder reinsammeln. Nice Crit. Down ist er. Wir haben nicht mehr so arg viel Leben, also gehen wir raus, auch wenn es jetzt echt unbelohnter Besuch war. Noch nicht mal 20 Gegenstände, ja, egal. Town Square. Nachts ist das Plaza so ruhig und fast schon furchteinflößend. In der Tat, es wäre das Beste, wenn wir schnell heimgehen. Es ist eine gefährliche Zeit für ein Mädchen, durch die Gegend zu laufen. Richtig. Ein süßes Mädchen wie ich könnte in allen Arten von Schwierigkeiten kommen. Ich habe nicht wirklich was davon gesagt, dass du süß wärst. Nun, mach dir keine Sorgen über die Kleinigkeiten. Komm vorwärts. Hey, was macht ihr Kinder hier so spät? Oh, Himmel, ein Hoodlum? Was ist ein Hoodlum, Alter? Hoodlums gonna steal my cuteness. Hoodlum. Ganove. Wer ist da? Zeig dich. Ruhig, ihr beiden. Ich bin's nur. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Gott sei Dank, ich hatte schon vor, die Polizei zu rufen. Mit einem Auftritt, mit einem Aussehen, das so ist, ist es gar nicht mal so schwer nachzuvollziehen. Und das ist gemein. Was ist? Sag mal, hier ist Alkohol lecker. Ich hab's nur einmal vorher versucht. Was wirklich? Du bist so erwachsen, Tier. Ich hasste es. Es hat nach Fass gestunken. Fass? Typischerweise wird der meiste Alkohol zum Altern in Fässern aufbewahrt. Also hatte der Trunk ein
schweren, holzigen Geschmack. Es ist vergleichbar mit einem Baumtrinken. Ja, kommt drauf an, was du getrunken hast, ne? Aber das klingt überhaupt nicht lecker. Um ehrlich zu sein, dass das Zeug so populär ist, wundert mich. Es verkauft sich so gut, also sich damit auszurüsten ist immer ein guter Weg, um Geld zu machen, aber Fässer. Besser. Oh, Yasumi, gute Nacht, ja. Wir haben zwar nicht viel Stuff, geilen Stuff bekommen, aber ein bisschen was, sage ich jetzt mal. Das dürfte reichen. Wir haben noch 2 Tage, um unsere Schulden abzuzahlen. Der Magician-Staff ist ja allein schon 1200 wert. Fürball, Alter. Chestnut. Egg Toast, okay. Grapes sind gut. Aber wir sollten auf jeden Fall unser Ziel erreichen, sage ich jetzt mal. Sehr schön, wenn so jemand direkt das will. Das ist sehr gut. Der sieht auch schon so ein bisschen aus wie ein Magier. Perfekt. Haben wir schon unsere 10.000 zusammen, die wir brauchen. Was zu essen will der? Wie wäre es mit einer geilen Orange? Theoretisch kann man denen da einfach das teuerste von Essen hinsetzen, was man hat. Und die würden darüber nachdenken, das zu kaufen. Ich glaube, die kaufen es auf jeden Fall, wenn du einen guten Preis machst. Rüstung. Ich habe normale Klamotten. Hier pinnen. Also wir waren fast am perfekten Preis dran. Was willst du? Okay. Belgier sind immer scheiße. Geiz. Candy. Für seine Stieftochter oder sowas. Wie grumpy der guckt! Das würde. Heilige Scheiße, ey. Warum? Warum, Junge? Kauf dir was, was du brauchen kannst. Du willst das da kaufen. Man muss übrigens echt aufpassen, ob die jetzt auch tatsächlich was kaufen wollen oder etwas verkaufen wollen. Das Problem hatte ich nämlich auch öfters, dass ich dann durcheinander gekommen bin und Sachen viel zu teuer gekauft habe. Ein Schatz will der. Wer ist damit? War doch zu teuer. Vielleicht das Ding allgemein war ihm gerade doch zu teuer. Pilze. Okay, der will Süßigkeiten. What are you buying? Warum der die ganze Zeit solche Sachen kauft, weiß man echt nicht, weil bei dem kann man einen unendlichen Vorrat an den ganzen Scheiß kaufen. Und der weiß vor allem auch noch, dass ich es ja teurer verkaufe. Keine Ahnung. Der will eine geile Walnuss.
Ich erinnere mich nicht, jemals eine Walrus für 250 Pix gekauft zu haben, ey. Der will ein Schwert, das immerhin um einen Punkt besser ist als sein momentanes. Ist nicht viel, aber immerhin. Wir haben jetzt Merchant Level 4 auch. Wir können nämlich mit der Zeit more items can be found in the guild in the market, ne? Und das geht noch ein ganzes Stückchen weit, die Merchant Levels, wo man dann Sachen freischaltet. Zum Beispiel Can Take Orders war eins davon, was wir hatten. Und ja, daher kommt da nach und nach immer noch ein bisschen mehr zu tun dazu, sage ich jetzt mal. Brot. Wir werden auch nochmal so ein Chest nach. Eine unthankful statue. So, speichern wir. Morgen wird die Deed fällig. Und ich würde sagen, wir gehen so lange noch einmal ins Dungeon. Große Schwester, warte. Du läufst zu schnell, warte. Das Mädchen. Und hier ist irgendwas los. Ach nee, alles in Ordnung. Du hast dir die beiden Schwestern da angeschaut. Hey Tier. Wie glaubst du, dass Menschen uns sehen? Wie meinst du? Glaubst du, die denken, wir sehen aus wie Schwestern? Da ich eine Fee bin, bezweifle ich das. Oh, stimmt. Aber wenn wir so aussehen würden, würde mich das freuen. Wirklich? Warum? Nun, da ich größer bin, wäre ich ja die große Schwester, nicht wahr? Deine Logik ist immer atemberaubend in ihrer Falschheit. Ja, schätzungsweise wärst du die große Schwester. Aber das wäre auch sehr cool. Richtig, Schwester? Wenn du den Unsinn beibehältst, dann werde ich dich zurücklassen. Hey, warte auf mich. So, wir nehmen dann natürlich wieder Louis. Louis wird auch aber teurer, je höher sein Level wird. Wir nehmen wie immer nichts mit. Wir wählen dann Flur 6 bis 10. Aber ich würde sagen, das waren wir in der nächsten Folge. Der Blind Spectator war vor euch am Mikrofon. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein.